Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Galina backt. Heute zeige ich euch ein richtig tolles Rezept, nämlich von diesen Bananenbrötchen. Ich sag euch nur eins, wirft bitte diese überreife Bananen nicht weg, die kann man so gut für diese Brötchen verwenden. Und dieses Rezept ist so einfach in der Zubereitung, momentan habe ich sehr oft diese Brötchen auf dem Tisch. Außerdem sind diese Brötchen auch noch gesund und für die Kiddies wirklich perfekt. Du hier voll die Brötchen loben. Ich bin gerade halt voll begeistert von den Brötchen, deswegen ich starte mal mit dem Rezept. Also ihr benötigt 3 Bananen, diese mit einer Gabel zerdrücken. Drei bis 3,5 Gramm Hefe, Trockenhefe hinzufügen und mit einer Gabel unterrühren. 25 ml Rapsöl dazugeben und auch unterrühren. Nun immer wieder Mehl hinzufügen, unterrühren und wenn das Unterrühren mit der Gabel nicht mehr geht, dann kommen die Hände zum Einsatz. Stimmt, hab gar nicht gesagt, wie viel Mehl ihr benötigt. 340 Gramm bis 360 Gramm. Gut verkneten, dann mit einem Geschirrtuch, einem sauberen Geschirrtuch abdecken und für ungefähr 1,5 Stunden gehen lassen. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, bevor ihr ein Tuch drauf macht, diese Schüssel mit Frischhaltefolie einwickeln. Dann kommt wirklich kein Luftzug rein. So, nach 1,5 Stunden ist der Teig sehr gut aufgegangen. Diesen noch einmal kurz durchkneten. Ich habe es direkt auf Backpapier verknetet, hatte ehrlich gesagt keine Lust, es auf dem Tisch oder irgendwie auf dieser Backmatte zu machen. Ja, das ganze Putzen, habe gerade keine Zeit dafür und deswegen direkt auf Backpapier. So klebrig ist es nun auch mal nicht. Aber jeder macht es, wie es einem bequem ist. Ich habe daraus 9 Kugelchen gemacht. Das kann man natürlich etwas sauberer machen. Ich meine, man kann das zu einer Rolle ausrollen, mit Teigkarte, dann ungefähr gleich große Stücke schneiden. An dem Tag musste es bei mir schnell gehen, deswegen habe ich direkt einfach abgerissen, ungefähr gleich groß, zusammengerollt, gefaltet und draufgelegt. Wieder abdecken. Ihr könnt auch zuerst mit Frischhaltefolie abdecken und dann mit einem Geschirrtuch und dann ungefähr 40 Minuten stehen lassen. Theoretisch könnten jetzt die Brötchen direkt in den vorgeheizten Backofen. Allerdings wollte ich die noch ein bisschen hübsch machen. Ich habe so diese Kaffeeschablonen und habe ein bisschen Mehl drüber gestreut. Alternativ könnt ihr auch, keine Ahnung, eine Gabel drauflegen und dann so Mehl drüber streuen. Dann gibt es auch ein Muster oder irgendein anderes Zeug. Die Brötchen in einem vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze so circa 20 bis 25 Minuten backen. Die Brötchen sind fertig und wie ich das schon gezeigt habe, die sind unglaublich weich. Die sind so leicht süßlich mit Bananengeschmack und super lecker. Ja, Verwertung von reifen Bananen. Diese Bananen waren übrigens bei mir noch nicht so reif. Letztes Mal, aber ich habe es nicht gefilmt, habe ich richtig, richtig reife Bananen gehabt. Dann sind die Brötchen auch ziemlich süß. Übrigens, ihr könnt gerne auch Rosinen einweichen, so für 15 Minuten in heißem Wasser oder Datteln oder auch Aprikosen, getrocknete. Dann die in kleine Stücke schneiden und auch in den Teig unterheben. Vielen Dank fürs Anschauen. Über ein Abo oder ein Like würde ich mich sehr freuen. Vergiss nicht, das Glöckchen zu aktivieren, um weitere Rezepte nicht zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Galina. Bye, bye.